Okay, ich fange jetzt an. Aber kurz zu euch. Ihr fragt euch sicher, was wir machen. Was unser Problem ist. Wer wir sind. Ich bin Mensch. Sie ist Mensch. Er ist Mensch. Ihr seid auch Menschen. Sterben wir aus? Nein! Mein Name ist Joe und ich bin 15 Jahre alt und 15? Du bist 14? Ich bin 14 Jahre alt und schon seit 4 Jahren beim Grips Theater. Ich heiße Tilda und bin jetzt das zweite Mal im Club Teleskop. Ich finde es ziemlich cool, dass wir uns halt auch mit so tieferen Themen beschäftigen, eben wie jetzt mit Artenschutz. Also, was wissen wir eigentlich über das Artensterben? In Deutschland gibt es etwa 48.000 Tierarten. 10.300 Pflanzenarten und 14.400 Pilzarten. Hallo, ich bin Sky Arndt, ich bin 15 Jahre alt, ich komme hier aus Berlin und bin das zweite Jahr im Club Teleskop. Ich bin Janis, ich bin 14 Jahre alt und bin jetzt schon 4 Jahre am Griffstheater und 2 Jahre im Club Teleskop. Also ich liebe Schauspiel einfach über alles und im Schauspielspektrum ist einfach so viel möglich. Du kannst alles, was man nicht im Real Life machen kann, wahr werden lassen. Ja, also ich glaube, bei mir ist es vor allem diese Stückentwicklung. Man kann am Ende darauf schauen, dass man ein unglaublich komplexes, sehr interessantes Stück entwickelt hat, was dann irgendwie auch so ein bisschen sein Werk ist. Das ist immer ein sehr cooles Gefühl. Ich müsste gerne ein Pilz sein. Ich heiße Amaru und ich bin 13 Jahre alt und ich spiele im Club Teleskop seit 2 Jahren. Mir macht es Spaß, die Leben von anderen zu spielen, so ein bisschen mich fühlen, wie die anderen sich fühlen. Ich bin Karl und ich bin 12 Jahre alt und ich bin erst seit neuestem im Club Teleskop. Also meine Lieblingsszene ist die Pilzszene. Weil, wenn wir die fernsteuern sozusagen, die anderen, weil ich finde, es sieht so gut aus, wenn die uns nicht sehen. Also ich finde es halt eben sehr wichtig, dass die Menschen einfach irgendwie mal was machen und halt eben realisieren, dass es wirklich was ist, was auch uns betrifft. Also es ist nicht, die Arten sterben aus, ja, tut mir leid, aber so, sondern es ist halt wirklich was, was Langzeit, also auf eine Langzeitwirkung auf uns haben wird, eben auch eine schlimme. Und ich finde es halt traurig irgendwie auch so, dass viele Menschen das nicht realisieren. Und ich finde es halt total schlimm, dass wir so, dass wir das nicht machen, obwohl es eben klar ist, dass wir das brauchen und obwohl das die Wissenschaft seit Jahrzehnten sagt und obwohl das eigentlich jeder so im Hinterkopf hat, aber dass wir halt nichts machen, das finde ich halt total schlimm.